gehe jetzt einfach erst nochmal raus, sammle mich und gehe dann wieder rein. So, ne? Mhm. Und nochmal raus. Und ja, also das ist ja wirklich irre, ne? So könnte ich machen, ne? Ja. Also das ist ja, das ist eine irre Sache. Mit dem, also diese Fragen, die gestellt werden. Da ging es ja um Galaxien, um Zeitreisen, schwarze Löcher. Der absolute Wahnsinn. Hast du eigentlich jetzt noch Fragen oder? Nö. Ich frage mich, was kommt als nächstes? Ja, also ich kann ja, ich meine, ich dachte ja sowieso, dass du als der Mann, der die Kamera hält, eh für die Antworten zuständig bist. Ich? Ja. Das bist du. Ja, aber dein, ich meine, es gibt doch diesen wunderbaren Satz beim Fußball, die Wahrheit ist auf dem Platz. Jo. Und die Wahrheit ist doch in der Kamera. Deine Kamera ist doch das Transportmittel, was alles nach außen bringt. Ohne dich wäre ich doch hier verratzt. Könnte ich mir doch hier einen abzappeln. Ja? Würde ja keiner mitkriegen. Ja, ja? Du musst die Wahrheit ja erzählen. Du weißt aber, dass ich von Wahrheit nichts zu sagen will. Also es heißt nicht, dass wir Lügner sind. Aber gut, kommen wir zu den Fragen. Der Michael, was wollte der wissen? Der wollte wissen von mir, was ist in der Kaffee, also was ist in der Tasse? So nach dem Motto, was nimmt denn der Mann? Das können wir jetzt gleich klären. Ach, jetzt. Ah, hier war ja schon einmal eine Frage zum Stuhl. Man merkt ja hier, der Meister vom Stuhl hat ja wieder zugeschlagen. Nämlich hier ist zunächst einmal die Kaffeekanne. Wo ist denn meine Kaffee? Ach, da. Ah, na, oh, Mazel Tov. Gott sei Dank. Den Stuhl mal wieder auf den Punkt der Erkenntnis zu bringen. So, und jetzt, Michael, jetzt wird die Frage ein für alle Mal geklärt. Was ist in der Kaffeetasse? Kaffee. Also Kaffee. Schöner Kaffee. Ordentlicher, schwarzer Kaffee. Das ist allerdings schon eine gefährliche Situation, wie man sieht. Denn in der Nähe der Kaffeetasse ist die Tastatur. Da sollte man vorsichtig sein, dass der Kaffee nicht über die Tastatur läuft. Weil das kann dann zu echt richtigen Problemen führen. Vor allem ist es ja nicht unser Laptop. Ja, und dann wollte ja auch der Dings noch Michael noch wissen, wieso kann sich eigentlich der Münchhausen nicht selber aus dem Sumpf rausziehen? Michael, also bitte. Was ist denn das für eine Frage? Es ist eine hochinteressante Frage. Es ist in der Tat eine physikalisch hochrelevante Frage. Wieso? Also ich, gut, bei mir ist es jetzt ein bisschen schwierig. Bei mir ist das mit dem aus dem Sumpf rausziehen so ein Problem, weil bei denen ein bisschen Haar ist nichts zu holen. Wenn ich auf der Erde stehe, bin ich in einem Kräftegleichgewicht. Nämlich die Kraft, die mich zum Erdkern zieht, die Gravitationskraft, die wird ja offenbar durch irgendetwas balanciert, sonst würde ich ja in die Erde hineinfallen. Nämlich durch die Kraft, die dadurch entsteht, dass die Materie aus elektromagnetisch geladenen Teilchen zusammengesetzt ist. Es gibt also eine Kraft, die die Materie zusammenhält und die verhindert das weitere Eindringen der Kohlenstoffeinheit Harald Lesch in den Erdboden. Das heißt, es sind verschiedene Kräfte am Werk. Wollte sich nun diese Kohlenstoffeinheit aus diesem Kräftegleichgewicht herausnehmen, wie sollte sie das machen? Da sie ja selbst in der Kraft, nämlich der Schwerkraft, mit drin ist. Ja. Also wenn ich mich hier, genau wie Münchhausen, aus dem Kräftegleichgewicht herausnehmen will, brauche ich eine äußere Kraft. Also es geht nur mit äußeren Kräften. Es tut mir leid. Mehr ist nicht. So viel zum Thema Münchhausen. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was hatten wir denn da? Da hatten wir den Peter. Guten Tag, Herr Lesch. Die Alchemisten im Mittelalter waren ja immer damit beschäftigt, aus Dreck Gold zu machen, was ihm nicht gelungen ist. Aber ich habe mich gefragt, wäre es mit der heutigen Technik möglich, Moleküle zu zerschlagen und beliebig neu zusammenzusetzen, sodass ich zum Beispiel aus einer alten PET-Flasche ein Steak machen kann, oder wenn ich keinen Kaffee mehr habe, kann ich irgendwelche Abfälle in die Maschine werfen und dann kommt unten mein Kaffee raus. Dankeschön. Der Wahnsinn. Das ist unglaublich, ne? Also die Frage ist, wäre es mit der heutigen Technologie möglich, aus irgendwas anderes zu machen? Also Antwort, Radio Erivan. Kennst du noch Radio Erivan? Ja. Im Prinzip ja. Aber, wenn man sowas machen will, wenn man also Material wirklich auflösen will in seine Einzelteile, dann muss man natürlich dafür Energie aufwenden. Und zwar richtig viel Energie. Wollte man ein Molekül auch nur wirklich in seine Einzelteile auflösen, dann muss man die Bindungsenergie in den Molekülen überwinden und muss dann wirklich dafür sorgen, wenn man weiß, was man erreichen will damit, dass diese Bausteine am Ende wirklich genau so zusammengebaut werden, wie man es haben möchte. Das kann man im Prinzip schon machen. Im Prinzip.
Und in der Tat erzeugen wir ja auch schon jede Menge künstlicher Stoffe aus natürlichen Bausteinen. Aber eben so, wie der gute Peter das gerne haben möchte, das funktioniert überhaupt nicht. Also aus einer Plastikflasche ein Steak zu machen, da muss ich dir sagen, da geht deutlich mehr in einem Steak als in einer Plastikflasche. Die Plastikflasche ist ein völlig langweiliger Stoff, der Kunststoff, im Vergleich zu dem, was da in einem Steak drin ist oder in einer Pflanze drin ist. Das sind ja völlig andere Moleküle, sind völlig andere Vorgänge, organische Vorgänge von einer Komplexität, die wir so ohne weiteres nicht simulieren können. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Aber im Prinzip ist es natürlich eine interessante Überlegung, ob es uns irgendwann mal gelänge, die Welt so auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen, wie wir sie haben wollen. Da sind wir Menschen ja immer wieder dabei. Also die Alchemisten sind noch nicht ausgestorben. Aber es waren ja alles... Ja, es waren ja alles Betrüger. Die haben ja betrogen. Die haben den Leuten etwas vorgegaukelt. Und da sollten wir heute auch wieder vorsichtig sein. Unsere Alchemisten heute, die wollen jetzt nicht aus einer Kunststoffflasche Steak machen, aber die wollen aus nix Geld machen. Da sollten wir viel vorsichtiger sein. Nächste Frage. Ich habe mal in der Schule gelernt, ein Perpetuum mobile gibt es nicht, kann es nicht geben. Aber wie kann ein Elektron dauerhaft um den Atomkern kreisen? Wie kann in einem Atom die Spannung zwischen den beiden dauerhaft aufrechterhalten werden? Woher kommt die Energie, wenn nicht von außen? Warum verpufft sie nicht? Die Frage quält mich seit Jahrzehnten. Ah, das ist eine wunderbare Frage, aber sie ist verdammt schwer zu beantworten. Das war eine der Fragen, die ganz am Anfang stand, Anfang des 20. Jahrhunderts, als man herausfand, Atome bestehen also aus den negativ geladenen Elektronen und die kreisen um positiv geladene Atomkerne drumherum. Das kann doch gar nicht sein, hieß es, das kann doch gar nicht sein, die müssen doch längst ineinander stürzen, denn die positiven und negativen Ladungen, die stoßen, die ziehen sich doch an, dann müsste doch das Elektron müsste in den Kern hineinfallen. Und warum? Weil auf dem Weg in den Kern würde es ja beschleunigt werden durch die Anziehung und beschleunigte Ladungen strahlen, dann müsste doch das Elektron seine ganze Energie verlieren. Wunderbar, also ganz großartig. Das war jetzt mal kurz Wissenschaftsgeschichte in 20 Sekunden. Das ist in der Tat die ganz große Herausforderung für die klassische Physik. Die Physik ohne Quantenmechanik. Nimmt man nun gewisse Regeln an, so ein bisschen wie bei Mensch ärgere dich nicht, also du darfst nur das und das machen, dann stellt sich heraus, eine erste Regel, ein Elektron kann so lange auf einem bestimmten Energieniveau bleiben, wie es will. Es darf nicht in den Kern und es soll nicht das Atom verlassen. Dann versteht man, weshalb es Spektrallinien gibt, weshalb also Elektronen von einem Energieniveau zu einem anderen springen können. Wenn sie Energie aufnehmen, springen sie hoch, wenn sie Energie abnehmen, wieder runter, aber immer nur in wohldefinierten Bereichen. Dazwischen können sie nicht sein. Also die Quantenmechanik ist eine Physik der Verbote. So nach dem Motto, hier spielen verboten. Also hier können sie nicht bleiben, hier können sie nicht stehen bleiben. Und die Quantenmechanik ist eine einzige Anordnung von Verbotsregeln. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Wir wissen nur, dass mit diesen Verbotsregeln sich die Eigenschaften von Materie extrem gut verstehen lassen. Das heißt, wir verstehen damit Experimente, wir verstehen die Eigenschaften von Licht, wir verstehen die Eigenschaften von Materie. Aber warum das so ist, das weiß niemand. Das ist eine Hypothesenstruktur, die Quantenmechanik. Und sie erlaubt uns, zum Beispiel eine solche Kamera zu bauen, wie die, mit der Benny mich jetzt aufnimmt. Das ist nämlich in Technik gegossene Quantenmechanik. Und die lebt auch davon, dass die Elektronen nicht machen können, was sie wollen. Mehr kann ich dazu nicht antworten. Was haben wir denn als nächstes? Schönen guten Tag, Herr Lesch. Wenn ich mir jetzt die Gedanken mache, der Urknall passiert, einige Jahre danach entsteht die Strahlung. Und die Strahlung hat ja immer einen Weg. Sie weiß zwar noch nicht, wo sie ankommt, aber sie wird losgeschickt. Das heißt, die Strahlung müsste ja quasi wie ein Explosionsring auseinandertreiben. Und sie müsste der kosmischen Expansion hinterherfliegen. Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn jetzt hier jemand sitzt, dass er die Strahlung auch irgendwie auffängt, aber nur halt nur den Zeitraum, in dem die Strahlung an einem vorbeifliegt. Einen relativ kurzen Zeitraum. Das ist aber nicht der Fall. Die Strahlung ist da, die ganze Zeit. Und sie scheint sich auch nicht zu verändern. Und deswegen meine zweite Frage, warum empfangen wir immer noch die Hintergrundstrahlung und warum verändert diese sich nicht? Das würde mich brennend interessieren und ich hoffe, Sie auch. Prost. Arne, die Strahlung ist überall. Die kosmische Hintergrundstrahlung hat keinen Weg, sondern sie füllt das Universum aus. Das ist der wesentliche, das große Missverständnis, das
Ich werde das unheimlich oft gefragt. Wo ist die? Die Hintergrundstrahlung müsste doch schon längst über uns drüber gelaufen sein. Wieso sehen wir denn überhaupt noch was davon? Die Hintergrundstrahlung erfüllt das gesamte Universum. Das wäre ja eben auch der Hintergrund hinter der Hintergrundstrahlung. Dass nämlich, wenn das Universum heiß entstanden sein sollte, so die theoretische Überlegung, dann wäre das gesamte Universum heute noch angefüllt mit der Reststrahlung vom Urknall. Nur damals war es heiß, durch die Expansion ist das Universum größer geworden, die Temperatur der Hintergrundstrahlung ist gesunken auf die heutigen minus 271 Grad Celsius oder 2,7 Kelvin. Das heißt, in jedem Kubikzentimeter Universum heute sind 400 Photonen von der Hintergrundstrahlung. Diese Photonen bewegen sich irgendwohin, die kommen von allen Seiten, die ist isotrop. Das heißt, in allen Richtungen gleichmäßig. Sie ist gleichmäßig bis auf die Schwankungen in der Hintergrundstrahlung. Also eine Schwankung von 1 zu 100.000. Das ist also so gut wie gar nichts. Und das sind die Überreste der Strukturbildung 380.000 Jahre nach dem Urknall, also nach dem Anfang des Universums, weil diese Schwankungen dazu geführt haben, dass Materie sich zusammen verdichtet, also dass Materie sich verdichtet und an anderen Stellen eben verdünnt. Denn die Gravitation ist die einzige Kraft im Universum, die immer anziehend ist. Da, wo ein bisschen das Material ein bisschen dichter war, da floss immer mehr und mehr Material hin. So kam es zur Entstehung von Galaxien und so weiter. Die Hintergrundstrahlung ist der Überrest des Urknalls. Er füllt das gesamte, diese Strahlung füllt das gesamte Universum aus. Und deswegen gibt es da auch keine Effekte nach dem Motto, ja, die Front müsste doch schon längst über uns drüber gelaufen sein. Jeder Punkt im Universum gehört zum Mittelpunkt. Und das gesamte Universum wird von dieser Hintergrundstrahlung ausgefüllt. Denn, Arne, wir beide, alle, alles im Universum gehörte am Anfang zum Anfang. Wir sind also ein Teil des Anfangs. Was gibt's Neues? Ich bin Physiklehrerin. Und in der 8. Klasse fragt mich ein Schüler, was hat es mit Schrödingers Katze auf sich? Wie erkläre ich das nur einem Achtklässler? Silvia, weiß ich jetzt auch nicht. Ist schwierig. Erwin Schrödinger hat ja diese Katzengeschichte nur deswegen aufgebracht, weil er gesagt hat, jetzt guckt euch doch mal an, was sich da in dieser Welt des Allerkleinsten bei den Atomen, was sich da für Effekte abspielen. Das kann mir dann überhaupt nicht vorhersehen. Also Schrödinger hat, die Geschichte ist ja schnell erzählt, in einem Kasten sitzt eine Katze drin und in diesem Kasten ist dazu noch ein radioaktiv zerfallendes Element. Je nachdem, ob das nun zerfällt oder nicht zerfällt, wird dabei ein Hämmerchen auf eine Giftvakuole schlagen und dann wäre entweder die Katze vergiftet, wenn es zerfallen wäre, das radioaktive Element, oder nicht. Aber wie kann ich das wissen? Wie kann ich das herausfinden? Solange ich nicht in diesen Kasten hineinschaue, ist die Katze in einem Zwischenzustand, nämlich halb tot und oder halb lebendig. Und da hatte Schrödinger gesagt, das kann nicht wahr sein. Die Katze muss doch, die kann doch entweder nur tot sein oder nur lebendig. Was soll es denn sonst sein? Also daran sieht man, in was für Probleme man tappt, wenn man die Regeln der Quantenmechanik in unsere Welt übersetzt. Silvia, vielleicht kannst du dem 8-jährigen Schüler, dem 8. Klasse Folgendes sagen. Die Katze wird nicht halb tot oder halb lebendig sein. Mit Katzen macht man solche Experimente Gott sei Dank auch nicht. Aber die quantenmechanische Welt ist ganz, ganz anders als die Welt, in der wir leben. Aber es scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass unsere Vorstellungen von dieser Welt des Allerkleinsten, also die Vorgänge in der Materie, nicht völlig falsch sind. Dass sie abstrus sind, dass sie absurd sind, dass wir sie uns nicht vorstellen können, das ist eben leider so. Das hat aber was damit zu tun, dass wir eben 2 Meter groß sind, knapp 100 Kilo schwer sind. Das ist die Welt, in der der Mensch seinen Erkenntnisapparat geschult hat. Und dass wir immer tiefer und tiefer und tiefer in die Materie eindringen, das ist so weit weg von unserer Anschauungswelt, dass wir erhebliche Schwierigkeiten haben, das in eine vernünftige sprachliche Form zu bringen. Es tut mir leid. In diesem Sinne, tschüss. Was für Fragen. Unglaublich.